Vierspieler-Chaos mit Super Mario Bros. 35, jetzt hier live bei Rocket Beans TV mit Viet, Ilias, Gregor und mir. Hallo, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde mit Super Mario Bros. 35 für die Nintendo Switch. Wenn ihr euch wundert, was für eine Art von Spiel das ist, dann will ich es einmal kurz einleitend erklären. Es ist ein neues Online-Spiel, was ihr umsonst runterladen könnt, wenn ihr Abonnent von Nintendo Switch Online seid. Dann ist es ein Spiel, was seit gestern für 6 Monate zur Verfügung stehen wird. Und man spielt darin quasi mit 35 Spielern Super Mario Bros. 1. Ich habe mir noch 3 Kollegen an die Seite geholt, nämlich Viet. Hey. Hi. Ilias. Hallo zusammen. Und Gregor. Guten Tag, guten Tag. Und ihr dürft euch nicht wundern, wir spielen nicht wirklich zusammen, weil diese Art von Matchmaking erlaubt das Spiel nicht. Vielleicht noch nicht, vielleicht kommt es noch. Wir haben uns überlegt, wir machen das folgendermaßen. Wir spielen quasi jeder für sich. Ihr könnt quasi das Ingame von uns allen dann sehen, mal abwechseln, vielleicht auch mal zusammen. Und wir schauen, wenn jemand bei sich eine Runde gewinnt, das heißt, wenn er der letzte der 35 Spieler ist, der überlebt, dann bekommt er einen Punkt. Und am Ende der 2 Stunden schauen wir, wer hat es geschafft, die meisten Runden im Spiel zu gewinnen. Ansonsten, die Regeln sind überschaubar schwierig. Ihr werdet das sofort blicken. Man kann durch Münzen, die man einsammelt im Spiel, sich Items kaufen. Für 20 Münzen gibt es ein Item. Das sind so Sachen wie Pilze oder so. Was wahnsinnig wichtig ist, weil ihr werdet sehen, dass von den anderen Spielern immer Gegner bei einem reingeschüttet werden. Genauso macht man das umgekehrt selber. Wenn man Gegner bei sich eliminiert, werden die bei den Gegnern reingekippt. Und ich glaube, ansonsten können wir quasi starten, wenn ihr alle ready seid. Ich glaube, Ilias ist noch im Game und er ist gerade unter den Top 5. Also, ja, ich bin gerade noch drin, aber komm, lass uns einfach einen Start machen. Wir können noch einmal bei Ilias reingucken. Lass mal bei Ilias gucken. Haben wir noch mal einmal die Möglichkeit, vorab zu sehen, wie dieses Spiel funktioniert. Ich kann hier noch mal ein bisschen erklären. Ihr seht rund um Ilias Spielfenster quasi die Spieler, die Fenster der anderen Spieler und könnt hier sehen, dass eine Menge Spieler schon ausgeschieden sind. Ihr seht oben rechts, es sind noch 5 der 35 Spieler übrig. Ihr seht außerdem im eigentlichen Spielfenster oben rechts das Zeitlimit. Das ist ein wichtiger Faktor. Man muss quasi immer in Bewegung bleiben und durch das Töten von Gegnern sich neue Zeit verdienen. Wenn man erstmal sich ein ordentliches Polster aufgebaut hat, habe ich das Gefühl, kann man sich auch mal erlauben, ein bisschen langsamer zu spielen, was den Vorteil hat, dass währenddessen natürlich Gegner im Idealfall draufgehen. Man sieht oben links den angesprochenen Münzenvorrat und jetzt ist Ilias leider in den Abgrund gefallen. Ich glaube, das hat er gemacht, damit wir starten können. Das war keine Absicht. Genau. Ne? Ganz genau. Muss ich auch absichtlich verlieren? Sagen wir mal Gregor. Gregor ist gerade in den Top 10. Top 9, ja. Ach, Gregor spielt auch noch. Kommen wir doch auch mal kurz. Na komm, dann schauen wir noch einmal kurz bei Gregor zu, bevor es losgeht. Wie machen wir es eigentlich bei den regeltechnisch? Also wenn wir jetzt alle gleichzeitig anfangen und einer stirbt, dann muss er warten, bis alle durch sind, bis die Runde durch ist, oder? Nee, das ist Quatsch. Aber wir einfach weiter starten. Genau, du hast ja, wenn du neu startest, dann ist es für dich ja genauso schwierig wie in der Runde davor. Okay. Wenn jemand stirbt, spielt er einfach bei sich die nächste Runde weiter. Mhm. Vielleicht noch mal zur Erklärung, falls ihr das Spiel noch nicht gespielt habt. Die Welten kommen nicht in der linearen Reihenfolge, die ihr von Super Mario Bros. Kennt, sondern ihr habt am Anfang quasi nur einen Level zur Verfügung, schaltet nach und nach weitere frei und die rotieren dann bunt gemischt durch. Das heißt, ihr kommt vielleicht auch mal wieder in ein Level zurück, in dem ihr vorher schon wart. Und wenn nur noch ein kleiner Teil an Spielern übrig ist, ich glaube, es sind 5, dann wird diese Rotation aufgehoben und man spielt die übrigen Level linear weiter. Hm. Das hast du sehr gut erklärt, Fabian. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Den Tipp habe ich von dir bekommen, weil mir gestern nämlich nicht klar war, wann diese Level-Rotation aufhört. Und du hast mir das, glaube ich, gesagt mit den 5 Spielern. Das habe ich tatsächlich schon wieder vergessen. Gregor auch gerade ganz gut, wie wir sehen. Er ist unter den letzten 7 Spielern hier angekommen. Ach so, und einen, dann haben wir wirklich alles erklärt. Ihr seht oben in der Mitte noch eine Anzeige. Da kann Gregor über den rechten Stick einstellen, wohin er seine besiegten Gegner schickt. Genau. Entweder quasi einfach per Zufall zu dem Spieler, der die wenigste Zeit noch hat, zu dem Spieler, der die meisten Münzen hat, oder quasi als Konter an den Gegner zurück, der ihm in der Regel die Monster rüberschickt. Glaubt ihr, wir werden heute einen Sieg nach Hause holen? Ich hoffe es. Ich habe es wenig gespielt bisher. Ich habe allerdings schon mal eine Runde gewonnen. Ich glaube, es ist auch viel Glückssache einfach. Also ich kann mir aber schon vorstellen, dass einer von uns mal in diesen 2 Stunden hier gewinnen wird. Ansonsten sehe ich spätestens um 18 Uhr hier Matthias Rosenkranz auf der Matte stehen, der uns alle wegfaustet und einfach alleine weiterspielen wird. Der wird gebannt, wir schließen die Tür auf. Ich wette, Matthias ist alle Spieler gleichzeitig, gegen die wir antreten hier. Das kann aber ziemlich lange dauern, ne? Das kann tatsächlich ziemlich lange dauern. Was ich habe gestern jetzt macht?
Ich habe gestern 2 Runden gewonnen, habe so eine Stunde gespielt ungefähr. Und das Ding ist, oh Gott, es kann teilweise sehr knackig werden. Nicht schlecht. Mhm. Diese geisterhaften Gegner, das sind übrigens welche, die quasi von Gegnern rübergeschickt wurden. Mhm. Es werden auch Endbosse geschickt, also es kann auch sein, dass gegen Ende dann irgendwo ein Bowser dann erscheint, der eigentlich nicht dort sein soll. Geduld, Geduld, junger Padawan. Ich find's immer ganz schlimm, wenn dann diese Cheep-Cheeps kommen, diese Flugvögel oder diese Fischvogel-Dinger. Mhm. Die springen einfach so ganz willkürlich herum. Also, aber Gregor kennt ihr ja von Sternfuchs, also ja, sollte genau kein Problem sein. So, wenn die das jetzt in Mario Maker 2 einbauen würden, das wäre geil. Das wäre auch so naheliegend eigentlich, ne? Ja. Vielleicht ist das der Gedanke, warum es dann auch nur zeitlimitiert ist, ne? Vielleicht, ja. Glaubt ihr wirklich jetzt mal unter uns, dass das wirklich am 30. oder 31. März gelöscht wird aus dem eShop und dann nie mehr verfügbar ist? So ist zumindest die Kommunikation von Nintendo, oder? Aber warum sollte man das machen? Ich verstehe das irgendwie nicht. Weil die es dann als Retail verkaufen? Mhm. Das haben die auch mit Tetris gemacht. Muss es ist aber, immer muss, noch Free-to-Play. Man aber muss es gibt auch ja zugeben, dass das Spiel hat einen sehr großen Gimmick-Charakter. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir nach der Runde, dass wir das eine lange Zeit nicht mehr wieder anfassen werden, weil sich das Spielprinzip sehr schnell auserzählt, finde ich. Also ich habe gestern eine Stunde gespielt und ich habe sehr schnell gemerkt, dass sich das Prinzip nicht so wie bei Tetris 99 trägt, weil du im Großen und Ganzen ja schon sehr von dir selber getrieben bist. Also du hast zwar immer noch irgendwelche Beeinflussung von deinen Gegnern. Schade. Wie du erklärt hast, Fabian, dass du Gegner zurückschicken kannst, aber es wäre so naheliegend, dass du zum Beispiel wie in Mario Kart dieses System hast, dass du die Items freischalten kannst, die du als Hindernis deinem Gegner zuschieben kannst. Und das hast du hier zum Beispiel gar nicht. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade. Also wenn sie keine Intention haben, das irgendwie auszubauen, ist das, glaube ich, sehr schnell auserzählt, das Ganze. Stimmt. Gregor, magst du ins Hauptmenü auch zurückspringen? Genau, ich habe hier kurz nochmal geschaut. Man kann sich nochmal angucken, wie der Rest sich dann so schlägt. Mhm. Mein Hinweis ist immer Geduld. Ja. Geduld ist immer gut. Wenn wir jetzt alle auf 35-Spielerkampf gehen, dann kann man danach noch, kommt dieser Level-Auswahl-Bildschirm. Ich würde sagen, wir machen der Fairness halber jetzt hier mal alle 1-1. Es ist aber eh keine Wahl, sondern die du selber triffst, sondern das ist ein Voting unter allen Spielern. Aber wir klicken jetzt alle mal. Seid ihr alle ready? Ja. Ja. Cool. 3, 2. Moment, Gregor. Geh nochmal zurück. Okay, muss ich noch einen Bildschirm weiterklicken. Achso, einen weiter schon? Und wir kaufen uns keine Power-Ups vorher. Okay. Genau, wir benutzen keine Münzen, um mit Power-Ups. Das geht. Was? Achso, vorher? Achso, vorher nicht, ja. Guck, stimmt. Was? Achso. Wer hat gedrückt? Ich dachte, weil der Bildschirm schwarz war. Okay, jetzt. Okay, Wirt hat schon mal gedrückt. Wirt kriegt schon mal einen. Ja, weil der Bildschirm da ausging! Beruhigen wir uns alle. Panik! Guck mal locker. So. Ach, das ist ja schon die erste Unfairness jetzt, dass die Spielersuche wahrscheinlich unterschiedlich lang dauert bei uns allen. Aber das gehört dazu, finde ich. Aber das ist doch jetzt kein Rennen, oder? Nee, aber ich. Naja, es ist kein Rennen, aber je schneller du natürlich spielen kannst, umso schneller machst du vielleicht auch deinen ersten. Guck mal, ich habe früher gedrückt, ihr seid als erstes drin. Zeit. Ich glaube, jeder wird seine Möglichkeiten bekommen. Und habt ihr alle im ersten Level angefangen auch? Ja. Ja. Es spielt übrigens auch eine Rolle, wie leicht ihr euch das macht, die Gegner zu besiegen, wie viel Zeit ihr von denen dann bekommt, ne? Ich glaube, draufspringen bringt mehr, als mit der Feuerblume abzuschießen zum Beispiel. Ja, und mehrfaches Draufspringen nacheinander addiert dann jeweils schon Münze. Ja, schon richtig schlecht angefangen. Stimmt, nur eine Sekunde. Du hast nur noch eine Sekunde? Ja, krass, ich hab gar nicht auf den Timer geschaut, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ja, wenn du ballerst, dann gibt's nur eine Sekunde, aber wenn du raufspringst, gibt's 2 Sekunden. Aber wenn so viele kommen, dann ballert man ja auch lieber. Okay. Ach du Scheiße, guck mal auf dem Vorschaubildschirm. Ich ball gar nichts. Quatsch. Zum Glück spielen wir und schau nicht zu. Ich wollte erst noch anbieten, dass wir einen Second Stream nur von meinem Spiel machen, aber das wollte die Regie irgendwie. Ja, von mir aus. Alter. Ich hoffe, du spielst auch gut, Fabian. Geht so. Ich lass mal. Wie läuft's bei euch? Bei mir sind noch 14 Spieler übrig. 19 sind's bei mir. Benutzt ihr zum Beispiel in 1-2 diese Abkürzung, dass ihr oben langlauft und sowas? Ich benutze die, damit ich doch mal zum ersten Level kann. Manchmal.
Aber das ist Zufall, wo die Warp Zone einen hinbringt dann, oder? Nee. Ja. Ich habe irgendwas gehört davon, aber vielleicht ist es nur Hörensagen, dass wenn man die Warp Zone benutzt, dass da bei den anderen Leuten dann Hammerbrüder spawnen angeblich. Oh. Oh, wirklich? Aber wie soll das denn nachweisbar jemand rausgefunden haben? Ja, wer weiß. Also gestern ist viel gesagt worden im Chat bei mir. Dementsprechend hatte ich leider keine Konzentration beim Spielen, um zu gucken, ob das auch stimmt. Aber das, du hast natürlich recht, Wir. Das ist eine gute Idee eigentlich, in den allerersten Levels wieder zurückzuwarpen, weil der so schön leicht ist. Ja, aber du willst ja auch starke Gegner irgendwann haben, ne? Die du dann rüber schickst. Auch wieder wahr. Deswegen willst du ja irgendwann auch die Oktopoden oder so rüber schicken. Oder Tintenfische. Die sind ja mega nervig. Noch 10 Spieler bei mir. 9. So, ich kann das ja jetzt mal wieder 1-1 gehen. Oder 1-3? Ich geh mal 1-3, komm. 1-3 mag ich gar nicht, muss ich sagen. Ja, alles, wo du ein bisschen Palmen, ne? Brücken hast und anderen Shit. Wo man so leicht in Abgründe fallen kann. Und vor allem die Cheap Cheaps, die sind cheap. Kann ich auch nicht ab. Seid ihr alle noch in eurer ersten Runde oder ist schon jemand tot erste gegangen? Runde. Ja. Gut. 9 Spieler noch. Und immer schön noch. Auch wenn man eine Blume hat, auch nochmal extra nehmen, weil die 15 Sekunden bringt. Genau. Lieber ganz oben abspringen. Oh, ernsthaft? Ja. Ja, immer oben. Nicht. Immer eine extra Blume nehmen, wenn du schon Feuer hast. Ah, shit. Ja, habt ihr auch das Gefühl, dass es am Anfang immer sehr schnell geht, so ein Großteil der Spieler, und irgendwann stagniert es so und es bleibt sehr lange bei einer ähnlichen Spielerzahl? Ja. Yeah. Das war gerade am Anfang, als das Spiel rausgekommen ist, sehr heftig. Aber langsam habe ich das Gefühl, dass sich die Leute akklimatisieren. Also bei mir ist zumindest noch eine relativ gesunde Spielerzahl da. Ja, bei mir auch. 9 Spieler sind noch da. Bei mir sind 7 jetzt noch. Aber wie schade das wieder ist, dass man das nicht direkt so zusammenspielen kann, oder? Ja, das wäre richtig lustig. Also meine Schwester hat es bei Tetris so gemacht, dass sie jemanden wieder neu gequeued hat, bis man irgendwie zusammen in der Queue war. Ja gut, aber ich meine, das ist halt völlig unberechenbar, ne? Ja. Ja, ich habe 7 von 35 noch rüber. Wie sieht's bei euch aus? Vielleicht sind wir im gleichen Spiel, Gregor. Vielleicht. Oh, ich habe auch 7. Warte, Twist. Vielleicht spielt es schon niemand mehr in Deutschland. Meint ihr, wir hätten die gleichen Fenster dann noch offen bei anderen Spielern, wenn wir im gleichen Spiel wären? Bei mir ist noch ganz oben links und oben rechts noch sind noch Spieler. Ja, ich hab in der Mitte jeweils. Okay. Aber jetzt habe ich auf 5 runter, jetzt ist die Musik schneller geworden. Oh nee, ich habe noch 7 hier. Ich auch. Ich habe 7. Jetzt habe ich meine Feuerblume verloren. Oh, ein Stern. Okay, jetzt sind es bei mir auch nur noch 5. Doch noch 15. Boah, okay. Hier direkt schon Bowser. Es geht. Ja, es wird immer fieser mit der Zeit natürlich. Hat das nicht auch irgendwas mit den Münzen zu tun, was für Gegner gespawnt werden? Das habe ich auch gelesen. Die Münzen? Dass Leute, die mehr Münzen haben, schicken stärkere Gegner oder so. Okay. Das wäre ein Argument dafür, warum du nicht die ganze Zeit die Münzen wieder ausgibst für Items. Ich glaube, irgendwie so ist dieser Zusammenhang. Boah, diese Stelle hier. Okay, die Musik dreht auf. Habt ihr denn das Gefühl, dass irgendwie so die Schwimmphysik oder so vielleicht ein bisschen anders ist? Ja, die ist ganz einfach. Das habe ich auch gemerkt. Die ist nicht so schwergängig. Ja, als ob man so richtige Löcher hat, wo es beim Schwimmen runtergeht. Das hatte ich zum Beispiel gestern. Oder vielleicht auch, weil ich längst vergessen habe, wie es im Original ist. Okay, ich bin raus. Ich auch. Das Gefühl hatte ich auch, dass ich irgendwie... Okay, ich habe noch 3 über. Ich habe noch 5. Das sind jetzt bei meinem Glück 2 Japaner, die nichts anderes gemacht haben, als gespielt seit gestern. Komm, Gregor, das schaffst du. Alles easy. Vor allem, du kannst dir richtig viel Zeit lassen. Ja, ja. Das ist halt nicht so wie bei Tetris. Du kannst auch nachher entscheiden, was verringert werden soll beim Gegner, oder? Wie viel Zeit hat Gregor denn noch? 380. Okay, das ist ganz gut. 400 ist Max, oder? Ja, 400 ist Maximum. Oder 399. Oh, wirklich? Das wusste ich gar nicht. Das ist auch gut zu wissen.
Aber wenn du Zeit brauchst, immer am besten gucken, dann die Fahnen mitzunehmen. Auch eine Feuerblume bringt nochmal 15. Okay, 1-4 ist immer scheiße. Oh Gott. Oh ja, hier bin ich auch gestorben. Die lasse ich mal. Aber ziemlicher Gegnermangel jetzt hier gerade bei mir. Ich bin hier rangekommen. Nein! Können wir direkt weitermachen? Ja. Ja, mach ruhig weiter. Auch wieder bei 1-1? Ja. Okay. Ich glaube, im Grunde, dadurch, dass das eh nicht mehr vergleichbar ist nach unserem ersten Spiel, kannst du auch wählen, was du willst dann, dadurch, dass es ja eh ein Voting ist. Okay. Ja, genau, Gregor. Stark. Sehr gut. So, 2 sind es noch über. Ja, das machst du. Gregor gewinnt, oder was? Ja, gewonnen! Stark. Got it! Super gut. Erste Runde gleich, geil. First try. Das heißt, ich werde nie wieder was gewinnen heute. Nie wieder überhaupt. Ja, nie wieder im Leben, das stimmt. Nein, ich depp. Ja, erste Krone für Gregor. Erste Krone für mich. So. Oh, shit. Ich habe alle Ziele von heute schon erfüllt, das ist gut. Stufe gestiegen auf 33. Und ich habe eine, Princess Peach-Symbol. Boah, geil. Guck mal, wie ich heiße. Die Zeit nehme ich ja. Ich habe Compact geschlagen, Octonite, Admirmaka, Donut, Argus Extrem, King Bean, Erlo, Quet. Ich guck mal, wer letzter ist. Oh Gott, dieses Schwimmen ist ätzend. Oh, Stefan war besser als der allerletzte in Japaner. Das Schwimmen ist deutlich schneller, oder? Ja, das Schwimmen, schneller, ist, aber Schwimmen ist weird. Ja. Du fällst viel schneller in so ein Loch, habe ich das Gefühl. Oh ja. Wobei, ich habe ja ein bisschen Mario Bros. 1 damals mit Sia gespeedrunnt, aber du hast natürlich immer nur die Level gemacht, die du zum Speedrun brauchst. Und wenn das dann andere Level kommt, so geschwommen habe ich so gut wie nie da, dann ist es wieder ein bisschen schwer. Und die Physik ist wahrscheinlich eher Mario Maker, habe ich das Gefühl. Ja, glaubst du? Ja, würde ich schon eher sagen. Also ich denke mal, es ist vielleicht sogar mit Mario Maker zusammengebaut, grundsätzlich. Oh, meine Zeit ist abgelaufen, ich Idiot, hab's nicht gemerkt. Ach, komm jetzt. Ich habe gewonnen, jetzt krieg ich nicht mal den Pilz. Wie mache ich denn in den Unterwasserlevels Zeit gut? Ich kann die Gegner ja nicht besiegen. Das ist die Scheiße. Wieso kannst du keine Gegner besiegen? Naja, wenn ich nicht schießen kann. Ja, du musst Feuerblume haben. Dann brauchst du eine Feuerblume. Ja. Oh Gott, welches Level ist das hier? Holst du dir einfach mit den Münzen eine? Ja, lieber dafür hast du im besten Fall Geld in der Hinterhand für die Schwimmlevel. Deshalb kannst du am Anfang auch immer erstmal überlegen, bei 1-1 zum Beispiel, nimmst du den Tunnel, um mal ein bisschen Münzvorrat zu haben? Oder läufst du durch für Zeitvorrat? Mhm. Oh, den Powerblock habe ich noch nie in Aktion gesehen, Bier. Da hast du gleich alle weg. Hm. Oh Gott. Nein! Oh, wie unglücklich. Ich habe am meisten Panik beim allerersten Goomba, weil da willst du halt echt nicht sterben. Ja, ja. Stimmt. Beim allerersten ist es auch nicht passiert, aber im ersten Level bin ich auch schon mal in ein Loch gefallen. Kann man eigentlich in die Röhren reingehen? Nee, ne? Doch, klar. Klar. Das ist super wichtig gerade im ersten. Nee, beim ersten willst du nicht in die Röhre, sondern willst einen Pilz haben. Bist du doof? Erstmal Münzen sammeln, Mann. Du musst super viele Münzen sammeln. Es gibt einen Pilz, da kriegst du 20. Dort, wo du normalerweise Leben bekommst, kriegst du 20, 20 Ringe. Das kannst du natürlich auch alternativ machen. Wenn du den One-Up-Pilz holst, meinst du, ne? Fuck! Oh, du. Zweiter Platz. Oh nein. Zweiter Platz wird. Das ist ja einer schlechter als ich. Ja, das ist ein Semi-Guarded. Nicht mal ein Guarded. Es ist einfach nur ein It. Oh, ich finde die Feuerblume echt geil. Ja, das ist Hammer. Aber Feuerblume gibt immer nur natürlich eine Sekunde. Japaner. Das ist egal, das Problem, aber es ist Hammer, wie die wegploppen immer. Aber ja, das mit dem Goomba, das kenne ich auch. Da will ich auch nicht drauf gehen. Hm? Das mit dem ersten Goomba. Ja. Das ist wirklich so. Eigentlich sicher, dass du den bekommst oder rüberspringst, aber. Also, es ist schon ein Stern, muss ich sagen. An der Stelle. Ah, fuck. Okay, wenn jetzt du zurückgehst und die Blöcke da hochgehst. Jemand hat mir lauter Bowsers gespawnt. Der oberste. Okay. Ist ein Stern. Nur 10. Aber ich kann nicht mehr zurück. Kannst nicht mehr zurück. 12. Ach. Egal, fürs nächste Mal. Again. Ups. Oh, shit. Oh, nicht 2-4. Direkt. Nein, lass mich in Ruhe! Glaubt ihr, es gibt überhaupt Spieler, die nicht am Anfang für 1-1 voten? Jeder will doch den ersten Level. Ja, muss ja vernünftig einstellen, ist ja voller Quatsch. Ich habe jetzt aus Versehen den Zufall genommen und 2-4 gewotet. Ich hoffe, das kommt nicht. Es ist so ein bisschen wie wenn du bei Counter-Strike die Phase am Anfang streichen würdest, wo die Leute sich was kaufen können. Ja, ich hab mich kurz an der Nase gekratzt und alle haben sich coole Sachen gekauft. Außer mir. Bada, bada, bada.
Alter. Aber soll er fehlen, ne? Einmal gewonnen, also Gregor zumindest. Nicht eine komplette Nullnummer. Okay, richtig viele Münzen jetzt. Fuck. Boah, was ist das denn für ein Level hier? Kenn ich gar nicht. Oh, das kann ich auch nicht. Das ist Welt 8, oder? Oder nicht? Oder nee, bei Mario 1 ist es nicht Welt 8, 6. Alter, silberne Röhren? Ja, du siehst es doch oben links, welche Welt es ist. 3-1. 3-1 bist du, okay, 3 ist es. Alles übersprungen im Speedrun. Stimmt, bei Mario 3 war schwarz. Bei 8. Das sieht ziemlich nice aus. Aber ich glaube, dort kriegst du auch die Hammerbrüder, oder? Ja. Schon welche gesehen? Wow! Oh nein, Chips. Ich hasse sie. Ui! Die Bohnenranken gibt es auch, habe ich gerade durch Zufall rausgefunden. Ja? Okay, immer 2-3. Was bist du? 2-1 bin ich. Ah, oh, hier sind die Chips. Ah, oh, das war dumm. Ich krieg keinen. Komm. Schön rüber schicken. Ohohohohoho. Und schon wieder jemand kurz vor Ende? Wie lange? 13 bin ich jetzt. Bei mir halten die sich ziemlich gut. Ja, jetzt sind wir leider auf Gute getroffen, habe ich das Gefühl. Oh Gott. Ah, es kommt, glaube ich, drauf an, was für ein Level man auch ist, ne? Vielleicht ist da das Matchmaking, spielt da eine Rolle. Nintendo Matchmaking? Wäre natürlich interessant. Was ist denn, wenn jetzt jemand immer nur für 30. wird und dadurch die Level aufsteigt? Dann ist er irgendwann ein hoher Level, aber kann nichts. Ja. Das wäre natürlich wieder doof. Ui, ein Sternchen. Mhm, an der Stelle. Alter, wie viele Gegner kommen denn jetzt bei mir gerade rein? Ich finde es auch richtig cool, wenn richtig viele Gegner kommen und du dann einfach alle abballerst. Ja, das ist sehr befriedigend. Huch. Scheiße, jetzt habe ich aus Versehen Sachen gekauft. Das macht nichts. Kriegst du schon wieder. Versteuer's. Ah! Nein! Okay, 7 noch. Mir sind es 9. 1, 4, 3, 2, oh Gott, 1, 4, was war das nochmal? Ah, nee, 1, 4, 1, 4 bin ich, das Bowser, ne? Ja. Ah. Boah, mit einem Sternchen durch die ganzen Gegner durchlaufen, wie toll ist das bitte? Alter, 1-3, einfach the worst. Oh. Ach, Schwein gehabt. Bitte, bitte, bitte. Oh, bitte, Gott. Bitte, 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 bitte. Bang, 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 bang. Okay, und Bowser gelegt. Aber Hammerbrüder, jetzt geht's los hier. Wer spawnt mir denn Hammerbrüder her? Dummsäue. Und Bowser mitten auf der Straße. Oh, Alter, ist das assi. Richtig assi. Oh, war das knapp. Alter. Hey, und der Bowser springt dir hinterher. Fubai.
Schaltet einfach keiner mehr aus bei mir. Ja, es ist bei mir auch gerade so lange. Alter, voll viele Hammerbrüder jetzt. Was geht? Ja, ja. Jetzt hast du Spezies bei dir. Die Hammerbrüder spawnen für dich. Die Hammerbrüders. Boah, wie viele? Das ist jetzt der 5. oder so. Und an der Position. Hast du den Stern geholt? Ich nein, den hab ich vergessen. Welchem Level bist du denn? Oh, ich weiß es nicht. Das ist 1, 2. Oh je. Ach, hier ist auch ein Stern. Okay, noch 6 Spieler Mensch. Übrig bei mir. Ich bin so ein 5. Mensch. Oh Mann, Alter. Alter, 4 sind's noch. Bei mir noch 5. Aber jetzt wird's hart. Schlimm ist es auch, wenn du irgendwann keine Gegner mehr bekommst. Und dir die Zeit ausgeht. Oh, ich habe ein neues Level freigeschaltet, 3-1. Oh. Achso, nach einiger Zeit wird übrigens auch die Zeit selber läuft viel schneller ab. Ernsthaft? Ja, da fängst du an, richtig rapide runterzugehen, selbst wenn du viel hast. Ah, okay, das ist aber gut, weil man neigt sonst dazu, wenn man so über 300 Sekunden hat, dass du dir halt echt, sehr gemütlich. Echt gar nicht mehr beeilst dann. Alter. Wie die Hammerbrüder einem hinterher springen, ey. Nutzt ihr eklig, diese ne? Strategiemöglichkeiten oben? Ich drücke ja, immer wieder was. Wieder. Ich mache immer auf wenigste Zeit. Immer noch 4, oh Gott, jetzt habe ich 4 Experten. Die Kratzer gehabt. Von mir sind es 5 noch. Noch 4 bei mir, also 3. Ja, genau, da steht jetzt ein. Es tut so weh, wenn man einfach so 3 dann okay. in den Abgrund fällt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ihr übrigens diesen Peitschen-Sound hört, heißt das, dass ein Gegner ausgeschieden ist. Falls ihr euch wundert. Oh, Bowser, hallo. Bruder. Oh Gott, der Stern. Oh Gott, der Stern war gerade weg. Oh nein, nicht die Welt. Okay. Neuer Versuch. Mann, Alter. Ah, fuck. Sag mal, Leute, wollt ihr nicht auch mal alle sterben hier? Also nicht hier, sondern... Ein Gumba, der Trampolin springt. Das ist nicht erlaubt. Läuft's weird? Immer noch 3? Immer noch 3. Cheap Cheeps in Welt 1. Ja. Schlimmste. F you. Oh, dumm Sau. Ey, Gregor, Viet, wo ist denn hier der Stern? An dem rechten Zipfel. Hier? Ja, ganz oben. Geil, danke. Nein.
die Leute wollen bei mir nicht draufgehen. Was machen wir? Ja, bei mir auch nicht. Sind es auch nur drei? Oder bist du der? Bei mir sind auch nur drei. Bist du der andere? Ja. Also wenn gleich einer von uns ausscheidet, ne, dann da bist du Bescheid. Ne? Ja, theoretisch könntest du ja einfach gucken. Du siehst ja die Spielfenster von den anderen, ob irgendwas. Ja, aber wer weiß, ob die an der gleichen Stelle sind natürlich, ne? Wie meinst du das? Meinst du das nicht so? Oh shit, Bowser! Komm, friss einen Stern. Skudda! Komm, lieber schnell durch, schnell durch, schnell durch. Da, 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 da. Komm. Ey, ohne Feuerblume die Unterwasserwelt, das ist eine reine Zeitverschwendung im wahrsten Sinne des Wortes. Wirklich, Gregor. Meinst du? Der will einfach nicht aufgeben. Jetzt müsstest du es doch sehen können bei euch beiden. Elias, was sagst du? Was sagst du? Also, das ist grad. Du müsstest doch anhand der Vorschaufenster bei irgendeinem erkennen können, ob die im gleichen Spiel sind. Hä? Jetzt sind es nur noch 5 bei mir. Das ging aber fix jetzt. Ah, danke schön. Regie ist gerade bestätigt. Danke, Clara. Oh Gott. Hey, Alter, läuft doch. Was ist los mit dir? Boah, okay. Deutsch. Okay, Bonusrunde war eine dumme Idee von mir. Oh nein, ich will nicht zu Bowser. Das ist dumm, Alter. Nein, 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 nein. Fuck it! Tot? Ja, fuck. Oh. Nee, das ist wirklich schade. Ich meine, du bist jetzt zweimal so weit gekommen. Ah, drei. War das Gegenteil von Got It? Anti-Got It. Oh Gott, das ist scheiße gerade hier. Ja, Bowser-Level, ey. Nein, ich wollte da hoch. Oh. Das bei drei Spielern. Oh, da ist live freigeschaltet. 3-2. Okay, wir haben noch fast 1,5 Stunden. Alter. Um Gregor zu besiegen. Oh, oh. Ah. Tot? Zeit vorbei. Zeit ist bei mir auch immer manchmal so ein Faktor. Jetzt bin ich geworden Dritter. Schade. Es waren aber zwei Experten hier. Oh. Fabian. Was? Wir queuen zeitgleich, ne? Vielleicht. Vielleicht. Wäre schon ein großer Zufall, glaube ich. Aha. Kann passieren. Was bedeutet denn hier oben diese Fahne, diese rote mit der Zahl daneben? Weißt du das? Das ist eine gute Frage. Nee, wir starten sie gemeinsam. Ey. Unbelievable. Oh, zwei neue Level freigeschaltet. Immerhin. Oh, oh mein Gott! Das ist kein gutes Oh mein Gott, oh Gott! Oh mein Gott, Gott, Gott. Ich hab vergessen zu springen. Oh. Ich hab vergessen, einen Knopf zu drücken. Ja. Das passiert dem Besten von uns. Also eigentlich nicht, aber vielleicht fühlst du dich besser. Ja, das beste Geräusch, du fängst Welt 1-1 an und hörst 3 Sekunden später schon, wie Leute ausscheiden. Du weißt, da war Gumba Nummer 1 dran. Ja, stimmt. Welche. Meint ihr, das ist der Gegner in allen Videospielen überhaupt, der die meisten Protagonisten getötet hat? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, würde ich schon sagen, ne? Der Gegner, der die meisten Leute dazu gebracht hat, nie wieder zu spielen. Oh, es sind richtig viele ausgeschieden jetzt bei mir. Das war richtig fix bei dir jetzt gerade, oder? Das bin ich Top 10. Du.
Puff, 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 puff. 14 nur noch. Ich hoffe, dass da keine Experten wie beim letzten Mal drin sind. Bei mir sind es auch 14, Gregor. Aber wir haben nicht gleichzeitig angefangen, oder? Ich glaube nicht, ne? Ich habe mal die Bonusrunde genommen, also die, wo man nach oben in die Luft kommt bei der einen. Und das war zwar gut für die Münzen, aber da ist mir die Zeit danach ausgegangen. Also das war auch nicht so eine coole Idee. Ich freue mich schon auf den ganzen Guides, die kommen, was man machen soll. Oh, nochmal, komm, 1-2, ist schön. Man kann ja auch alle Level einzeln üben, oder? Genau. Das heißt, wenn man sich quasi alle freigespielt hat, dann hast du das komplette Mario Bros. 1 auch. Oh shit, was ist da los? Oh shit, was ist da los? Nur 50 Sekunden? Was ist das müssen? Shit. Also vielleicht irgendwie jemand hat was bei dir angewendet? Weiß ich nicht. Alter, bei mir sind noch 19. What the fuck? 19? Wie lange spielst du denn schon? Na, mindestens 5, 6, 7 Minuten. Okay. Das heißt, du hast Arschkarte, weil da sind Leute, die einfach Geduld haben. Ja, die sind mega gut. Ich muss mal, glaube ich, schnell einen neuen Account machen. Welchen Level hast du denn? Oder Nintendo Online. Ich glaube, wir sind doch alle relativ ähnlich, oder? Keine Ahnung, ich bin irgendwo bei Level 40 oder so. Wirklich? Wirklich? Wie viele Jahre hast du denn gespielt? Hä, das seid ihr doch Stunde gespielt auch. Du springst doch super schnell an den Leveln hoch am Anfang. Ich hab dreimal gewonnen, bin du irgendwie jetzt 30 oder wie viel war ich? Muss ich mal gucken. Ja, ich glaube nicht, dass das einen signifikanten Unterschied macht. Na doch, wenn du gewinnst, steigst du schon um die 5 Level auf oder so. Also war bei mir zumindest so. Ja, ich meine, aber ich glaube nicht, dass es für dich jetzt viel schwieriger ist. Ja, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Oh Gott, da war noch einer. Okay, immerhin einer ausgeschieden. 10. Warte. Mir sind's 11. Die Feuerbälle sind jetzt hier auch Gegner? 10. Ja, ab und zu. Yeah. Ja, genau. Da tauchen welche auch auf in normalen Leveln von. Die sind aber echt selten. Okay. Das sind so Endgame-Gegner. Ja, ich sehe schon. Oh, cool. Oh, endlich meine Blume unter Wasser. Ah, guck dir den Bowser mal an, wie er da platziert. Okay. Mama! Ach, 10 Sekunden. Oh, ich bin raus. Oh, Mann, ey! Was noch? Wie denn? Keine Zeit! Aber du warst du nicht fast schon da bei der Röhre gerade? Ja, aber das macht's ja nicht länger. Ach so. Und verlängert die Zeit nicht. Ach, schon wieder 3. Mann, ey. Boah, ey, Wirt, du bist immer kurz davor. Ja, kurz davor ist aber trotzdem nicht aber geschafft. Aber bald. Mach nicht hier mal bitte den HSV. Also kurz vorm Abstieg? Der Last-Minute-Loser. Wir führen 2-0, aber es ist noch 94. Minute. Ha, das kriegen wir noch. Verloren. Ich finde es lustig zu sehen, je länger wir spielen, desto arroganter wird Gregor. Er hat einmal gewonnen, deswegen darf er. Warte mal ab, bis er die zweite Runde gewinnt. Ja, warte mal ab dann. Dann wird es unerträglich, sag ich dir. Warte mal ab, wenn Fabian gewinnt, dann wollen wir alle gehen. Du weißt gar nicht, wie Fabian nach dem Captain Tsubasa Turnier war. Ja, doch, das kannst du mir vorstellen. Ich weiß es, ich war dabei. Echt, was war ja wohl Hammer, Gregor, oder nicht? Wir waren sehr gut. Ja, Fabian hat gut gespielt. Wie Fabian auch alle Tore gemacht ja, hat, genau. Ne? Außer das, was Lars gemacht hat. Ja, das stimmt. Schönes Eigentor. Noch 5 bei mir und wie sieht's bei euch aus? 29. 4. Meint ihr, es macht einen Unterschied, in welcher Höhe man an die Stange springt? Am Ende bestimmt auch, ja, oder? Wenn du ganz oben bist, kriegst du nochmal 10 Sekunden. Ah, 15. Okay, dann lohnt es sich eher nicht, auf die Gegner unten zu springen. Nee, du kriegst ja alle Gegner, weil sobald du an die Fahnenstange springst, ach so, dann explodieren sie alle. Sehr gut. Das sind die Punkte. Wenn du ganz unten springst, kriegst du 3 Sekunden. Fuck.
ich bin so dumm. Tot? Ey, wieder. Ist echt so ein bisschen frustrierend dann, dass, wenn es so wenige Spieler sind, man denkt die ganze Zeit, man spielt mega gut, aber es tut sich einfach gar nichts, weil dann auch niemand rausfliegt. 4 bei mir. Komm, 1, 2 nochmal. Jemand hat's auf meine Zeit hier abgesehen. Okay, 2. Bei mir sind es 3. Das heißt, nur noch einen überleben jetzt, Gregor, dann hast du gewonnen. Einer noch, oh, bei mir auch nur noch ein Gegner noch. Oh, bist du unter Wasser gerade, Gregor? Nee. Ach, schade. Welt 1-1. Okay, ich habe noch relativ viel Zeit. Sternchen. Nice. Okay. Oh, ich sehe, der Typ hat einen Hammerbruder. Versucht da vorbei. Oh, ist jetzt. Ah, oh, der ist klein, komm, stirb, du. Ja! Got it! Oh Gott! Oh. Got it, baby! Wer hat ihn eingeladen? Oh, wer hat die beiden eingeladen? Übrigens, ich habe mich selbst eingeladen, heute habe ich frei. Stimmt. Oh, das ist ja alles so schlimm. Ja, wenn ich hätte einfach nur eine halbe Stunde später in Slack gucken müssen, dann hätte ich Gregors Anfrage nicht mehr gelesen. Yeah. Und es wäre alles nicht passiert. Oh. Got it. Ach, okay. Das ist schön. 2 Punkte Gregor, 1 Punkt ich. Du hast auch gewonnen, Fabian? Ja, klar. Jetzt soll ich sterben, damit du dich nicht schlecht fühlst. Hä? Soll ich sterben, damit du dich nicht schlecht fühlst? Nö, wieso? Hast du schon gewonnen? Nee, aber ich bin kurz davor. Naja, ich bin 4-mal gewonnen, Level 37 nur. Merkwürdigerweise. Ach, war das schön, wie der gestorben ist im kleinen Fenster. Dass du es noch gesehen hast. Ja, ich hab einfach nur zugeguckt danach. Ich habe mich irgendwo in der Ecke gesetzt. Ich habe ja noch Zeit gehabt. Das war schön. Am Leid von anderen sich zu laben. Das ist mein Hobby, mein Metier, mein Motto. Und schon der schöne Sound. 1-1, wieder welche gestorben. Noch einer. Ah. Oh, so viele. Alter, 6, 7, 8. Alle in Welt 1-1. Mega Noobs. Der dümmste Tod aller Zeiten. Ich hoffe, man hat es nicht gesehen. Das wäre nur genug Tod. Ja, wenigstens am Anfang. Muss nicht langweilen. Hoffentlich nicht der Erste. Ah, schade. Thank you.
irgendwie, wenn das nicht gefaked oder getrickst ist oder was auch immer, ist das schon cool, dass es dir so viele Ingames von den anderen Spielern wirklich anzeigt. Es wäre cool, wenn die es mal auf 100 schaffen, so wie bei Tetris. Ich glaube, bei 100 schaffst du selber gar nichts. Müssen wir? Ich bin mir echt unsicher, ob das am Anfang so sinnvoll ist, in die Röhre zu gehen und die ganzen Münzen zu holen. Die Zeit da nicht wichtiger ist dann. Ja, deswegen würde ich lieber den Pilz holen, der dir 20 Sekunden gibt. Ne, 20 Münzen gibt. Oben. Alter, wie einfach niemand sterben will. Ah, Top 3 immer noch! Ja. Wie viel hast du denn? 3. Ich bin bei 3, aber ich bin, glaube ich, seit mindestens 10 Minuten bei 3. Das ist nicht nice. Alter, wie assig die spielen. Meiner bewegt sich einfach gar nicht. Dein Gegner? Ja. Ja, macht er hier Rest-Taktik? Ja. Das sind lame. Wie macht man das? Hä? Irgendwann ja, muss ja, wenn du genug Zeit hast, kannst du aber stehen bleiben. Ja, wenn ja, die anderen Leute auch viele Sachen entgegenspawnen, ne? Dann hast du auch irgendwann Pech gehabt. Dann kann jemand stehen und die einfach alle wegpflücken. Ja. Ah, wie dumm, ey. Das finde ich jetzt richtig lame. Der hat da nämlich einen Hammerbruder und ist klein. Und er traut sich nicht. Traut sich einfach nicht. Nee. Kannst aber nicht seine Zeit irgendwie geringer machen? Ja, stimmt. Schick ihm doch hier. Na gut, ist die Frage, wie du ihn jetzt treffen kannst, aber es sind ja eh nur noch 2 Gegner. Oh, jetzt hab ich's. Gewonnen? Ja. Geil. Verdammt, super gut. Hast du gut gemacht. Das heißt, der einzige Loser ist hier auf jetzt? Oh! Wir müssen es ja nicht so aussprechen. Loser. Danke, Regie. Bowser-Level. Warum haben wir sowas? Weil wir sind. Wir haben einen Gutted, aber 27 Loser-Einspielungen, ne? Irgendwie schon, ne? Boah, die Unterwasser-Level sind so weird. Komm, wir, das schaffst du. Ah, fuck. Ausgerutscht. Ich bin auf deiner Seite. Ach, bei 5 ausgerutscht. Motherfucker. Oh, schon wieder Bowser-Level. Oh Gott. Oh, jetzt kommen auch diese ekelhaften Feuerbälle. Ja. Verdammte Penner hier. Alter, wie oft soll ich das Level hier noch machen? Ja. 1-4 bin ich auch gerade. Boah, das ist auch so unangenehm. Sehr unangenehm, ja. Mal schön pre-firen. Ach, dumm. Ha, ich wollte nicht raufspringen. Zwei, vier gleich. Aha, danke. Okay, 9 Spieler noch bei mir. Das war blöd. Oh Gott. Wow. Okay. Da habe ich Glück gehabt. Scheiße. Fuck, ey. 3 wieder. Ja.
Dort runtergesprungen. Ah! Ärgerlich. Das schaffst du wieder. Ja. Hab noch eine Stunde. Oh, du Fickbowser! Was springst du denn da auch? Sind es zwei Japaner? Nein, okay. Ich weiß, ich glaube nicht, dass es zwei Japaner in einem Bowser drin waren und sich den dann gehört haben. Aber es wird mir nicht wundern. Ich habe jetzt herausgefunden, was das bedeuten könnte. Wie oft du dieses Level gespielt oder gevotet hast. Ah, das kann sein. Weil da standen verschiedene Zahlen. Also eins von beiden ist es. So ein Kack, ey. Wisst ihr, was auch noch cool wäre? Na, wobei. Ich habe gerade gedacht, es wäre cool, wenn man tot ist, dass man dann quasi die Steuerung über so Goombas und sowas übernehmen könnte. Aber das ist ja immer noch dümmer, als einfach selbst ein neues Spiel wieder anzufangen. Ja, weil es bringt dir das. Also wenn es jetzt diese Völkerballmechanik wie bei Bomberman ist und ja, du wieder reinkommst. Ja, da habe ich dran gedacht, aber es ist hier kompletter Quatsch. Hä, es wäre doch eher cool, wenn du als Goomba jemanden umbringst und so als Mario wieder reinkommst. Ach so. Ja, ach so, ja, jetzt kapiere ich was. Das mache ich mit der Völkerballmechanik. Ah, okay, ja. Aber ey, was kannst du machen als Goomba? Mit Goombas, die man bewegen kann, das wäre das Schlimmste ever. Du kannst nur links und rechts. Ja, aber trotzdem, stell dir vor, du machst irgendwie immer den Weg hin zum Mario oder sowas, das wäre ein Spielbar irgendwann mal. War ja wahnsinnig. Habt ihr eigentlich mal Super Mario Bros. Gespielt, das Fangame? Nee. Ich glaube, es hieß Super Mario Bros., ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war quasi so Smash Bros. Style Battle Royale, Mario Welten, aber das war eben dann die Mario 1 Physik, wo man aufeinander draufspringen musste mit so Mario, Luigi, also eingefärbt dann jeweils nur. War so ein ganz lustiges Fangame, was wir bei mir im Internet-Café gespielt haben. Ach so, ich dachte, du meintest dieses Battle Royale-Spiel, was von der Zeit jetzt. Nee, offiziell nicht. Aber das war eben eines von diesen ganzen Fansachen, die recht beliebt gewesen sind. Ich glaube, es hieß Super Mario War, wenn ich mir nicht irre. Aber das weiß bestimmt die Community besser. Okay, noch 7 Stück bei mir. Ich glaube, Mario 1.1 kenne ich mittlerweile auswendig. Ist doch schön. Mario 1.1, but sideways. Wenn ich übrigens auf die Uhr schaue, sehe ich, wir haben ungefähr die Hälfte der Sendung jetzt durch. Echt? Gregor 2 Punkte, Ilias 1, ich 1, wir noch 0. Noch 0, ja, noch genau. Aber das kommt noch. Ja. Jedes Kind hat sein eigenes Tempo. Noch 5 bei mir. Bin gerade durch die Warp-Zone in exakt die gleiche Welt gegangen. Ja, das mache ich auch manchmal. Es fühlt sich so sinnfrei an irgendwie. Ja, wenn du auch nur mal sicher gehen möchtest und Goombas farmen oder Zeit, dann ist das, glaube ich, recht sinnvoll. Warum ist das passiert? Das war so dumm. Ich war einfach gerade so im Flow und dachte, ich kann da einfach durchrennen. Okay, 7 habe ich. Ach Mann, Alter. Bin ich doof. Ach gut. Mach mich fertig, ey. Scheiß auf.
Es sind immer so komische, zu kurze Sprünge, so wo man irgendwie nicht richtig Schwung hat und dann immer die gleiche Scheiße. Ist auch gestorben? Ja. Komm, wir gucken mal, ob wir gleichzeitig kriegen. Okay, wir drücken gleichzeitig. Warte. Und eins, zwei, drei. Warte. Drei, zwei, eins, go. Okay. Was gibst du mir denn hier? Jetzt steht bei uns 1-3. 1-3 ist doch ein Kacke. Das sieht gut aus. Ne? Und Zeit ist auch gleich. Ne? Oh, das wäre ja Hammer. Ich gucke immer darüber und denke immer so spiegelt, aber es könnte auch natürlich sein, dass mein mein Fernseher ist aus. Oh Gott. Oh, oh mein Gott. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Bei wie viel? Nee, schade. Doch nicht? Gut. Das könnte sein, wir, guck mal, weil es sind auch nur 34 Spieler und das wäre schon ein ziemlich weirder Zufall jetzt, wenn bei uns beiden schon jemand raus wäre. Das stimmt. Aber du hast leicht eine Sekunde nach mir angefangen. Okay, okay. Äh, 31? Ja, ist, wir sind im gleichen Spiel wie cool. Nee, doch nicht, jetzt sind es noch 29 bei mir. Mann. Kurze Randnotiz zum fairen Wettbewerb. Gregor hat sich seinen Bluetooth-Adapter mitgebracht und spielt mit dem DualShock 4 Controller. Ach, jetzt auf einmal, ne? Oh, das stimmt, ja. Warum macht man das? Dann gebt ihr aber auch damit zu, dass der Pro-Controller einfach ein scheiß Steuerkreuz hat. Ist okay. Ich finde es okay. Das ist diese Urban Legend, die du nach Celeste einfach aufrechterhalten willst, ne? Das ist der Wahrheit, wie man so schön sagt. Und der Wahrheit lässt sich nicht unterkriegen. Wer ist dieser Typ? Ich finde das Steuerkreuz völlig okay. Ich auch. Ja, 20 sind es bei mir noch hier. 22, okay, schade. Ey, die letzten 5 sind Experten bei mir, ey. Stellt sich heraus, es sind immer alles Bots. Das wäre auch gut, ja. Ist wahrscheinlich ist schon längst bewiesen und steht im Internet. Und wir spielen hier die ganze Zeit. Wahrscheinlich sind wir nicht mal mit dem WLAN hier verbunden. Schade, weil es sah so gut aus. Das hätten wir beide gleichzeitig gekillt. Oh, shit. Naja, jetzt sind wir gleich wieder mit 16. Vielleicht ist das manchmal nur verzögert, bis sowas übermittelt wird. Das kann natürlich auch sein. Bist du gerade, du bist 1-1? Ja. Du auch? Ja. Ich hätte mir ja Feuerblumen mitnehmen sollen. Ah, 4 jetzt immerhin. Oh Gott. Schlaucht aber auch schon irgendwie, ne? Ja. Yeah. Oh, ich find's geht. Oh nein. Oh, ist ein kurzer Sprung. Hate it. Jetzt kommen Fische in 1, 2. Sind gerade 10 bei mir. Bei mir sind es immer noch 9. 12. Okay, dann kann es nicht sein. Dass deine Runde wird. Okay, 3. Okay.
Wie machst du dann den Home-Button, Gregor, mit deinem PS4-Controller? Wie bitte? Der Home-Button? Ja. Das ist der PlayStation-Button. Hm. Okay, lasst uns Gregor mal weiter in Gespräche verwickeln. Das ist eine Konzentration zu schwächen. Ja. Und der X-Knopf? Der PlayStation-X-Knopf oder der Switch-X-Knopf? Switch. Ist genauso, wie er sein sollte. Nur eben mit der anderen Bewegung. Also bei dem Dreieck dann? Ja. Okay, und Minus? Entschuldige, ich bin gerade ein bisschen ab. Aber ich werde deine Anfrage berücksichtigen und dir gegebenenfalls Feedback per Mail geben. Bei mir geht gerade wieder nichts mehr voran, aber bei dir auch nicht wird, ja, oder? Acht. Schon ewig ab, ne? Acht, ja. Ich find's manchmal mies, wie einige Piranha-Pflanzen platziert werden. Mhm. Wo du einfach nicht hochspringen kannst. Ja, wenn du keine Feuerblume hast, ist richtig doof dann, ja, ne? Kannst da nichts machen. Komm, komm, der eine muss abkratzen. Der ist klein. Sind's nur noch zwei bei dir? Ja, einer der Gegner ist klein. Ach so. Hast du die Zeit, das da rüber zu schauen? Musst du ja. Zwangsläufig, ne? Du musst ja gucken, wen du targeten möchtest am ehesten. Ich targete hier gar nichts. Ich lasse hier einfach alles passieren. Ah, aber der hat eine... Oh, der hat aber jetzt eine 1-4. Das wird... Ah, okay, der kriegt einen Pilz. Lange 8 bei mir, bei dir jetzt auch 8. Mhm. Wahrscheinlich sind wir doch im gleichen Spiel und das musste erst wieder synchronisiert werden, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Das kann natürlich auch sein. Müssen wir aber gleich gucken, wenn das Spiel vorbei ist, wer alles in der Liste war. Oh, 2 nur noch. Also, wie war das nochmal mit dem PlayStation-Controller? Got it! Voll, Gregor. Sehr schön. Got it! Nummer 3! You can try me! Bitte sag, du hast Matthias irgendwo you can treat me. Versteckt. Das wäre besser. Yes. Steter Tropfen. Was meinst du damit in dem Kontext hier? Ich spiele langsam und methodisch, ja. Oh. Nicht sich zu viel und verleiten lassen. Und mit dem PS4-Controller. Ah ja, und der PS4-Controller. PS4-Controller. Hat aber auch ein gutes Steuerkreuz, verdammt nochmal. Ich habe so ein bisschen die Angst beim PS5-Pad, dass das scheiße ist. Glaubst du? Ich weiß nicht. Also aussehen tut es irgendwie schlechter. Nur rein vom Äußerlichen, würde ja, ich sagen. Ja gut, ne? Aber das hat die Konsole ja generell. Ja, das stimmt. Weil so vom wegen, ey, ich sehe so hässlich aus, aber du zahlst trotzdem so viel Geld für mich. Nicht oder ich mehr. Ich weiß, du bist meine Bitch. Meine Money-Bitch. 80 Euro für Demon's Souls, ja damit. 80 Euro, ey. Habt ihr sie alle vorbestellt? Jo. Ja. Verrückt, ey. Natürlich. Du nicht sind ja die Bitches. Nee. Guck mal, selbst ich... Du hast gar nicht gekriegt, oder? Ich bin jemand, der noch nie ein Souls-Spiel länger gespielt hat, aber ich habe richtig Bock auf Demon's ja, Souls. Aber ich hole mir doch jetzt nicht nur für Demon's Souls eine 500-Euro-Konsole. Was ist mit Destruction All-Stars? Du musst ein bisschen vorausplanen. Du musst vor allen Dingen jetzt schon deine anderen Konsolen verkaufen. Ich habe das gerade schon alles am Laufen. PS4 weg, Xbox One weg und sowas. Grafikkarte weg. Jetzt, wo die noch was wert sind. Ja, meine 2080 Ti verkauft. Nein! Oh Gott. Ja, genau. Jetzt steht der scheiß Hammerbruder auf dem Trampolin. Ich bin dort noch nie gelandet in den Level. Oh Gott, jetzt kommt es wahrscheinlich. Ja, genau. Das ist ja ein bisschen fies, was die da hier machen. Ach, oh. Oh Gott. Shit. Piep, 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 piep. Oh nein. Wie soll ich denn da vorbeikommen, Wirt? Sind wir vielleicht doch im gleichen Spiel, nee, ne? Ich hab noch keinen Hammerbruder gesehen. Oh! Kein Hammerbruder bisher? Du Glücklicher? Ja, nur in diesem Durchgang. Ja, jetzt habe ich einen Hammerbruder hier, direkt vor mir. Okay, das war sehr schwierig. Dritter. Ja, okay. Jetzt bin ich zusammen. Oh, ich quer dich, ey.
ist das nervig, Alter. Stell dich mal vor, Gregor hat am Ende mehr Punkte als wir anderen drei alle zusammen. Oh Gott, das tut gerade weh. Aber dann gönnen wir es ihm. Ja, genau. Ist das schon die Defensivhaltung? Ihr habt doch noch 45 Minuten. Oh, da sind die Hammerbros. Ich werde die Sendung vielleicht noch verlängern. Der Retro-Club muss heute entfallen, Gregor. Dem 2 kann auch ein bisschen warten, ist kein Problem. Die verspäten sich doch verstimmen. Das stimmt. Dean ist wahrscheinlich wieder an Kabel gelaufen oder so. Hier, hast du jetzt auch deine neue Grafikkarte eigentlich? Nein. Schade. Hat sich nichts mehr getan. Und oh nein, das ist noch nicht euer Ernst. Warte immer noch. Chiara wollte mir ihre anbieten, die sie bekommen hat, weil sie nicht die haben wollte, die sie jetzt gerade hat. Welche hat sie denn bekommen? Die... wir müssen hier keine Schleichwerbung machen, aber warum will sie die jetzt nicht haben? Weil es nicht die Marke ist, die sie haben möchte. Naja, aber die sind doch alle relativ ähnlich, die Drittherstellerkarten, oder nicht? Ich weiß es nicht. Das sagen müssen, ist nicht die Farbe, die sie wollte. Hat nicht zu ihrem Gehäuse gepasst, Fabian. Aber sie hätte sie dir zum normalen Preis verkauft, das wäre ja super, ne? Ah, Flüchtigkeitsfehler. Ich habe an farbige Grafikkarten gedacht, verdammt, das hat mich abgelenkt. Farbige Grafikkarten? Was? So in Flieder oder so, ne? Und jeder Lüfter in einer anderen Farbe. Bist du immer noch in der Runde von eben, Wirt? Wird es dein erster Sieg jetzt gerade? Boah! Er ist im 1 gegen 1. Das schaffst du, Wirt! Das schaffst du. Das schafft er nicht. Klar schafft er. Das ist mega schwer, oh Gott. Stern! Verdammter Fisch. Das schaffst du, Wirt! Boah, ich möchte gerade lieber bei Wirt zugucken, als bei mir zu spielen. Weil es so spannend ist. Er hat es. Got it! Ah, endlich! Oh. Immer noch der Letzte. Wir sind alle eins. Was? Nein. Gregor hat 3 und wir alle 1, ne? Ach ja. Also, wir sind zu dritt Letzte. Ja, oder alle Zweite. Alle Zweite, ja? Ah ja, genau, so kann man so redet man sich das schön bei Olympia. Gregor ist im eigenen Teilnehmerfeld wegen des PS4-Controllers. Ja, stimmt. Gut, dann geht's nur um uns drei hier. Ist irgendwo ein Fabian? Nee. Japaner. Geht das überhaupt mit dem Lag bei denen? Ach, der ist ja egal bei dem Spiel. Scheiße. Ja. Oh, gegen Ende war es einfach noch die Hölle. Ich hatte einfach Glück gehabt, dass ich noch einen Stern bekommen habe. Ach, den Pilz meinst du? Ja. Den habe ich gerade zum allerersten Mal gefunden. Das ist der One-Up-Pilz normalerweise. Ah, okay. Und da kriegst du die 20 Münzen. Ein One-Up wäre mir lieber. Magst du, wie gechillt Ilias gerade ist? Was macht er denn da? Ich finde die Menümusik richtig geil. Ich glaube, die werde ich mir was ganz Neues, ne? Ich glaube, die werde ich mitziehen. Du wirst ja offiziell aus dem Nintendo-Shopper stehen, meinst du? Mit den Sternpunkten. Ja, Moment, die gibt's gar nicht mehr. Was gibt's jetzt für Punkte? Platin-Punkt oder so, ne? Ich hab gestern eine Mail von Nintendo bekommen. Dein Geburtstag ist bald. Ist nicht so bald, aber wir haben Geschenke für dich. Willst du gerne dieses kostenlose Hintergrundbild für deinen Computer kaufen? Das ist ja süß. Nee, ja, nicht kaufen, aber... Oder willst du für deine Freunde eine Legend of Zelda Einladungskarte für den Geburtstag kaufen? Oh! Du musst uns aber welche schicken. Nein! Der süße Sound der Elektropeitsche. Mhm. Also schon respektabel, Gregor, dass du dreimal gewonnen hast bisher. Ach komm! Thank you.
Echten Bowser in Bild 1.1. Muss das denn sein? Tod? Ich bin einfach darunter gesprungen. Das ist ein ganz dummer Tod. Hey, holst du dir hier auch den Stern bei 2.1? Nö, ich glaube, ich war mal durch Zufall, aber ich wüsste jetzt nicht zuverlässig, wo der ist. Ich kann ihn dir gleich zeigen. Der ist gleich da. Ist dir das mal aufgefallen, dass die sich immer so komisch verkeilen da unten dann? Ja. Dann, der recht ganz hier hochspringen, dreimal. Nicht, nein, links die Steine kaputt machen. Nicht, den letzten, bei den letzten. Nicht. Da ist ein Stern dran. Nein, da. Ganz oben. Ah, danke. Da kannst du dann eigentlich recht schnell bis zu den Piranha-Pflanzen sprinten. Puh, das war Der erste Goomba. Ich habe am meisten Angst vor diesem ersten Goomba. Wäre es nicht live, wäre es mir eigentlich egal, aber jetzt? Ich wusste gar nicht, dass man bei Kombosprüngen dann 4 Sekunden bekommt. Doch. Ich glaube, du kriegst sogar 5, wenn du dann noch einen hinten dran hängst. Ja? Bowser, du Fickmann! Eieiei. Hey. Schreck mich doch nicht so. Aber Bowser hat mich erschrocken. Da kann ich doch nichts für. Bist du tot? Fuck. Ich glaube, ein Lebendiger würde nicht so reden. Noch 40 Minuten, Leute. Ich bin ein alter Mann. Ich habe keine Kraft mehr. Nein. Wir machen es noch. Wir holen uns hier noch. Ah, nee. Oh, Alter, schön reingesprungen in die Nummer. Oh, ich depp. Okay, 7 noch. Hier, kannst du mal kurz gucken? Oh Gott, da kommen sie nicht durch ohne. Ja, musst du. Reset. Nee. Ah, Glück gehabt. Okay. Obwohl, es hätte alles geholfen, bis auf den Pilz. Stimmt. Na, aber ich hätte auch einfach keine Münzen haben können, ne? Ja. Aber da das alles zufällig ist, Alter, kann sowas oft passieren. Geschafft. So viele Gegner und es sind noch 13 Leute am Leben. Oh, du. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Okay, ich habe noch richtig viel Zeit. Ist alles gut. Alter Verwalter, war das knapp. Wer sagt denn noch alter Verwalter, ey? Genau das habt ihr gesagt. Yeah. Am besten wäre es noch, wenn du Potzblitz gesagt hättest. Zappalot. Heiliger Strohsack. Batman. Nee, heiliger Strohsack ist wieder, das ist wieder ironisch. No? Das kannst du, glaube ich, machen wegen Batman. Nein. Meintest du ja ernst? Nein. Gib mir den scheiß Stern. Oh, 2 Bowser. Oh Gott, das ist, ja, der Stern liegt Stern da sogar. War schon. Er war ungefähr 3 cm von mir entfernt, wie er. Gott. Jetzt ist mir meine Funko runtergefallen. Alles Kacke. Dafür hast du jetzt den Bullet Bill.
Ja, okay, langsam muss einer von uns mal gewinnen, sonst kriegen wir Gregor nicht mehr. Ja. Das kriegen wir hin. Noch 10 bei mir. Was ist denn eigentlich mit den besiegten Gegnern? Verschwinden die komplett oder landen die bei anderen Gegnern? Also wenn jetzt ein besiegter... Also nee, du siehst ja, dass sie teilweise in andere Fenster fliegen, wenn du sie besiegst, ne? Ja, das heißt, wenn einmal ein Bowser im Spiel ist, dann rotiert er ja die ganze Zeit, oder? Weil ich sehe immer die ganze Zeit die Bowser, die ich besiege, immer bei anderen landen. Ja, es ist wahrscheinlich so. Oder vielleicht gibt... Keine Ahnung, vielleicht muss ein Gegner 5-mal besiegt werden, damit er komplett raus ist oder so. Ach Mann, ist so ärgerlich, ey. Zeit. Das ist doch nicht euer Ernst. Hochkonzentriert, keiner sagt was. Also bei mir sind es noch 9. Bei dir, Elias? Bei mir 7. Du bist, hast noch 19? 9. Ich hab 8. 8. Ja, ey, sorry, es ist mega unangenehm. Keiner sagt irgendwas. Ja. Aber jeder will gewinnen, jeder will Gregor die Pole Position spielen. Ja. Mit seinem DualShock 4 Controller. Ja. Also es ist hier reinste Werbung für die PlayStation Controller. Ja. Guck mal, selbst ich, ne? Sobald ich mal einen PlayStation-Controller in der Hand habe. Es kann aber auch sein, dass die Switch das erkennt und du deswegen immer in so super niedrigklassige Grids zugelost wirst, ne? Ja, ich hab die Deluxe-Version hier gekauft, ne, die ein bisschen bessere Chancen mir gibt. Oh, guck mal, Bell spielt. Wer? Bell. Ich weiß nicht, ob es wirklich Bell ist. Ballern, Elias, ballern! Da, oh, ein Bowser kommt gleich, ich sehe schon. Alter, das war gemein. Mies. Das ist richtig. Der hat doch hochgesprungen und gezielt hat. Naja. So, Leute, machen wir hier jetzt noch Mario Kart Turnier am 16. Oder wie sieht das aus? Oh, du. Oh, was für ein Scheißhammer, Bruder. Wie viele Spielern kann man das spielen? 4, ne? 4, ne? So. Habt ihr euch das bestellt? Nee. Weil ich da noch ein bisschen skeptisch bin, tatsächlich. Ich würde es gerne einmal auch erst hier in der Firma ausprobieren. Ich habe gehört, Elias baut uns einen Mega-Parcours zusammen. Ja. Elias tut so, als würde er uns nicht hören. Ich habe es wirklich nicht gehört. Was ist passiert? Du baust einen Parcours in Mario Kart für uns? Oh ja, da habe ich richtig Bock drauf. Das ist ja schon ein bisschen wie Mario Maker, ne? Ich seh schon so einen nächtlichen Anruf, Gregor. Möchtest du der Parcours sein? Legst du dich hin? Oh mein Gott, das wäre so gut. Der Wirt-Parcours. Ja. Warum ist es der Wirt-Parcours, wenn Gregor sich hinlegt? Du weißt ja nicht, aus was die Schanze besteht. Hier ist ein Red Bull. Oh,
Oh, das wäre ja richtig nice. Da hast du mich jetzt auf eine Idee gebracht, Gregor. Oh, shit. Oh. Oh, scheiße. Hä, wo bin ich? Was ist los? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Steht oben links immer, welcher Level du bist, ne? Nee, ich meine, wo ich im Spiel war. Ich bin auf den Trampolin gesprungen, da war ich out of screen. Und dadurch gestorben, oder? Ja. Jetzt? Oh, zu hoch gesprungen. Dann würde ich sagen, müssen wir, glaube ich, die ganze Competition noch mal von vorne starten jetzt. Ja. Wie bitte? Ist ein neuer Patch. Das akzeptiere ich nicht. Wieso? Hast du Angst? Glaubst du denn, dass ich normal schaffst? Ja, natürlich. Als ob ich sowas hier normal schaffe. Kotzkrampf, ey. Wie oft habt ihr mich in Competition-Formaten hier auf dem Sender gesehen, Leute? Beef hast du auch ganz gut abgeschnitten. Ja, ja gut, da habe ich eigentlich nur wegen... Ja, Beef Junior hast du die erste wegen Unvermögen und Pech verloren. Oh, Beef Junior, ja. Ist er nicht Letzter geworden? Ja. Nee, Kant ist Letzter geworden. Ich bin Zweiter geworden das letzte Mal. Ja. Bei der ersten Staffel. Bei der ersten Staffel, oh, das Tetris-Desaster. Ja, Desaster. Ja, das war ein Ding. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Stimmt, Smash Bros. War das Desaster. Ja, ja. Ach, ich zähle auf damit. Aber ich habe als einziger meinen Joker mit Erfolg eingesetzt letzte Staffel. Ich mochte es, wie er das Tetris-Desaster nochmal neu installiert hat bei den Gamevasion Championships. Hat mir gut gefallen, diese kleine Hommage. Oh ja, Tetris hat wehgetan bei den Championships. Ich saß da backstage nur und hab leicht geweint. Ich dachte auch nur, oh Gott. Er hat noch nie in seinem Leben Tetris gespielt. Hat denn keiner von den beiden gewusst, was die Hold-Funktion ist? Nee, anscheinend nicht. Obwohl, Simon müsste es doch eigentlich wissen nach dem letzten Royal Beef, was die Hold-Funktion ist. Weißt du, wann das letzte Royal Beef war? Ist ein bisschen eher. Das war das vorletzte Royal Beef. Weißt du, wann das vorletzte war? Ist ein bisschen eher. Da war ich sogar dabei. Das war Ilias erster Job. Ilias ignoriert das gerade sehr gekonnt. Oh, ey, das ist keine gute Runde von mir. Das muss ich mal jetzt einfach mal so sagen. Bam, 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 bam. Gregor, kannst du uns schon mal einen Ausblick geben, um was es heute beim Retro-Club gehen wird? Tut mir leid, hier ist leider der Sound ein bisschen laut. Den kannst du selber regeln neben dir. Schreibst du mir deine Ablenkungsversuche gerne einmal auf, bitte? Oh nein, scheiße. Aber ich habe auch noch vier hier und dabei, die sind stark. Ja. Die lassen sich nicht so... Okay, was ist die Retro-Club-Folge heute nochmal? Heute ist Copycat-Spiele Teil 2. Okay. Spiele, die andere imitieren. Gianna Sisters. Genesis, das war in der letzten Folge. So ein Pipifax machen wir nicht in Folge 2. Oh. Oho. Aber ich sag dir ein Spiel, das du wahrscheinlich kennst, Fabian, als Amiga-Kenner. Wie hieß der Doom-Klon auf Amiga? Der dreiste. Es gab einen Doom-Klon? Alien, irgendwas mit Alien oder Breed oder Xeno. Es gab, glaube ich, auch ein Alien Breed 3D, also auf dem Alien Breed Franchise, aber ich meine hier im Speziellen über Gloom. Ja, Gloom, scheiße. Moment, anstatt Gloom heißt es Gloom? Ja, ja. Oh boy. Das ist auch ein englisches Wort. Ja, aber... Ja, gut. Das zum Beispiel ist Gegenstand der Folge. Und viele andere Sachen, schaltet gerne ein. Als auch in den neuen Podcast gerne. 35 Jahre Marvel mit Fabian, Ilias und mir. Passend zum Jubiläum. Der Plauschangriff? Ja. Ist er schon online? Ja. Ich glaube heute Abend, oder? Cool. Nee, warte. Abend. Ah, heute ist ja Freitag. Oh, morgens Wochenende. Oh, morgens Tag der Einheit. Schnell noch einkaufen. Ich hoffe, ihr habt genug. Ich hoffe, ihr habt schon eingekauft, ne? Nee, ich glaube, das Ganze jetzt heute Abend wird es nicht mehr erfreulich wird, wenn du jetzt noch einkaufen gehst. Ich muss noch einkaufen gehen. Oh. Wie soll man hier durchkommen ohne Blume? Wie soll man hier ohne Blume durchkommen? Das ist echt ein furchtbarer Level, den du da hast gerade. Ja. An dieser Stelle hier gehe ich. Verliere ich dann meistens mein Power-Up. Oh, und guck mal, hier ist noch ein Bowser, guck mal. Ich kann gar nicht gucken, ich habe hier nur noch vier Leute bei mir jetzt. Fabian, beachte mich. Ja, ich gucke, ja. Mach ich's gut. Hammer. Schießt du ihn jetzt ab? Das habe ich noch gar nicht gemacht. Hast du ihn wirklich noch nicht gemacht? Nee, ich dachte, es wäre der End-Bowser, also der am Levelende. Nee, ich springe immer drüber. Scheiße, meine Zeit läuft ab und das
Oh nein. Es fuckt mich jetzt richtig ab, wo es nur noch drei Spieler sind gerade. Ich habe hier auch drei Spieler, aber das sind so, ich hab den letzten solche Turtler hier. Sind es noch acht? Fuck. Das ist. Das bin ich auch noch richtig dumm. Boah, schickt mir mehr Gegner, Leute. Ja, wie schnell läuft denn die Zeit jetzt ab? Gott, hier. Hansen hier. Schon eine ganze Ewigkeit noch acht Spieler. Hier sind es noch drei jetzt. Sag mal, das Wort Schimpansen. Hat das irgendwas damit zu tun, dass die auch einen Pansen haben, oder ist das nur Rekül? Was ist in dem Fall ein Schim? Okay, cool. Holy shit. Das sind wichtige Fragen. Ich kann gerade mit nichts anfangen. Alter. Okay, ich habe wieder ein bisschen Zeit. Oh. Ballern, 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 ballern. Hm. 3-2, holy shit. Das geht ja ab hier. Oh Gott. Schnell weiter, schnell weiter. Bruder muss los. Ja, jetzt haben wir so lange gespielt, dass meine Zeit rot geworden ist, obwohl ich noch 200 Sekunden habe. Und die Musik ist schon... Die Musik ist schon vorher schneller geworden, ja. Okay. Och, Bruder. Noch drei bei mir, aber schon ewig jetzt auch. Oh, schon wieder ein Bowser-Level. Okay, 2. Ich mache immer nur scheinbar dann einen Punkt, wenn Gregor auch mal einen macht. Alleine steht's mir nicht zu. Die Musik wird schneller. Ja. Ah. Die Dumse unten schlägt sie nicht schlecht. Da sehe ich, dass er Sterne nimmt und alles. Verliere ich meine ganze Zeit wieder in dem blöden Unterwasserlevel. Das kann nicht wahr sein. Das ist eine gute kann Zeit zu sagen, dass ich bisher keinen einzigen Unterwasserlevel hatte. Ich habe es bisher auch nur einmal gehabt. Also heute noch nicht. Alter! Oh. Ich glaube, ich habe noch nie so verzweifelt gesehen, Fabian. Es passieren auch richtig schlimme Sachen hier. Na, Gregor, wie läuft's? Zwei nur noch, also ich und einer. Aber der ist ziemlich gut. Weiß nicht, ob das was wird. Oh Gott! Oh, jetzt kommt hier das Feuer. Ernsthaft? Und das Bowser? Ihr habt nichts zu tun, ne? Ihr habt nichts zu tun. Innerlich krampft bei mir schon alles zusammen, weil ich sekündlich damit rechne, dass Gregor gleich wieder Gadget sagt. Und ich vielleicht dann komplett durchdrehe. Ja, ich brauche hier so einen Panikknopf. Das ist echt so ein Unwort. Gadget.
fährst du nur, weil das Trant so in den Schmutz gezogen hat. Das ist ein sehr schönes Wort, Gardet. Gardet? Bist du immer noch in der Zweierrunde, Gregor? Ja, immer noch. Das kann nicht sein! Ey, diese Bowser-Flammen, die gehen mir so auf den Sack. Zeit! Oh. Alter! Ja, passiert eben. Scheiße! Dieser, ey, ganz am Ende die Zeit. Ja. Fängt dann runter zu gehen. Du Dummsau! Schön Japaner. Mann, vierter Sieg wäre so gut gewesen. 42, yay. Oh Gott. Immer noch 5 hier. Ja, natürlich. Ein Japaner mit Princess Peach-Icon hier, ne? Aber Pat Kim und Wavel habe ich geschlagen. Scheiße. Okay, ich kann noch 2 Runden schaffen. Meine Runde geht hier viel zu lange, die ich gerade habe. Die Krise. Oh. Gib mir doch mal einen, der nicht so ist wie ich. Eine Chance. Got it, Ilias? Got it. Ja? Ja, wir Ilias, got it. Nichts mit davon, Ilias. Komm näher. Gar nichts. Ja, konzentriert sich auch die ganze Zeit. Komm näher, Gregor. Ilias, komm näher. Uns hier, das stimmt. Ein bisschen eine Show zu machen. Deshalb mache ich nachts auf meinem Fenster zu. Oh, Fehler bei Datenübertragung. Du bist zum Hauptmenü. Da muss ich nochmal neu starten. Am besten installierst du nochmal neu zur Sicherheit. Ja. Moment, meine Zeit wird rot. Was ist da los? Ja, genau. Du bist schon zu lange unterwegs und irgendwann geht das so super schnell runter. Ja, sehe ich auch. Ich zähle so nicht. Das wird noch schneller. So, jetzt noch schnell 2 Kronen holen, damit ich Gregor abhängen kann und dann kann ich nach Hause. Als ob du das in 18 Minuten schaffst. It's a day. Naja, eine können wir auf jeden Fall schaffen. Ja. Dann wird es hier ein Stechen geben. Ja. Ich glaube nicht, dass wir hier Stechen machen können. Komm, steht bestimmt schon im Regie-Slack, Game 2 verspätet sich heute. Komm. Was läuft denn heute Abend Schönes? FIFA. FIFA 21 gibt's heute Abend. Oh. Also, ein zweites Highlight nach dem Retro-Club, das ist doch schön. Dein Sieg ist kein Highlight hier? Weil's ja. Also, glaubst du nicht mehr dran. Das ist ein bisschen so der Zucker obendrauf, ne? Oh, ja. Oh. Ui, deine Zeit geht aber echt. Ja, das ist gerade stressig. Ernsthaft? Fuck. Okay, einmal darf ich auch hier verlieren. Shit. Zu unaufmerksam. Was Ilias sich wohl so freut. Nein! Oh Gott! Es war nur noch einer. Das war nur noch einer! Mann, und ich hab's nicht gesehen. Das war ein Japaner, natürlich! Natürlich. Natürlich. Was habt ihr denn gegen die Japaner? Was ist denn das für ein neues Ding hier, diese Japaner? Einfach gut! Japaner. Hä? Die sind gut! Wir haben nichts gegen die, die haben nichts gegen uns. Wir haben ihr Talent. Gut. Ich finde auch, keiner von uns spielt hier irgendwie scheiße gerade. Ja, aber besser. Oh Mann, ey. Kaizo ist ja auch ein japanisches Wort, kein deutsches. Sonst wird es ja anders aussehen.
Oh, es geht los. Achtung, da steht. Es wäre cool, wenn man bei den Gegnern auch sehen würde, wie viel Zeit die noch haben. Ja, stimmt. Aber ich glaube, das haben sie nicht gemacht, damit du dann hier nicht auf Zeit spielst. Gibt's ja schon einige, die herumtörteln. Freunde, wir müssen die Zuschauer irgendwie unterhalten. Das geht doch so nicht. Wir unterhalten die doch schon gerade. Hast du mega Unterhaltung? Konzentration, Mann! Ich denke, die Zuschauer freuen sich, dass sie hier mal richtig hochwertiges, kompetitives Gaming gerade sehen. Echt, ey? Ich habe noch nie so viel Spaß gehabt in meinem Leben. Team Mario hier. Oder keine Ahnung. Alter, ich bekomme von der Musik richtig Kopfschmerzen mittlerweile. Hast du die CD wieder abgestellt? Ich hätte mir ganz gerne noch so einen Modus gewünscht, weil mein erster Gedanke war gewesen, als ich das Konzept gehört habe, irgendwie, dass es so wie so eine Art Speedrun ist, aber man so Schatten von allen Leuten gleichzeitig sieht. Irgendwie sowas. Ist ja ein relativ anderes Konzept jetzt hier. Aber ist das nicht in Mario Maker so ähnlich? Ist es sowas, ja, dass ja, du die Shadows nicht, siehst? Dass das, ja, doch, das ist 1:1 dasselbe, dass du die Shadows der Leute siehst. Mhm. Wenn man das gleichzeitig spielt, ja. Sowas mit 35 oder bis zu 100 Leuten. Wäre schon ganz cool gewesen. Spielt ihr noch Mario Galaxy? Oh ja. Das ist Hammer, ne? Ein bisschen immer wieder mal, ja. Ich spiele gerade immer noch 64. Will da alle 120 Sterne haben. Oh. Ja, bei 64 ist es auch in Ordnung. Versuch das mal bei Odyssey. Sunshine. Nee, nicht bei Odyssey. Bei Sunshine. Mit den blauen Münzen. Viel Spaß. Ja, wobei man fairerweise sagen muss, die gibt es bei Galaxy auch, diese Aufgaben. Die sind da auch alle so geil. Ich glaube, sie sind ein bisschen angenehmer verwoben als jetzt. Mir fehlt noch eine, ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ich suche den ganzen Level ab. Ja. So, 8 noch. Ich wollte erstmal nach der Reihenfolge spielen. Erstmal 64, alle 120 Sterne, dann spiele ich Sunshine, weil ich das niemals gespielt hatte. Und da meintest du ja, ich habe nichts verpasst. Ja, nichts ist übertrieben, aber es ist halt echt nicht. Es ist anders. Och, das ist doch dumme Scheiße. Ey, wie lange das hier schon bei 4 jetzt steht bei mir? Elias, wie läuft's bei dir? Ich bin bei 4 gerade. Ich auch. Der Super Mario in Groß ohne die Feuerblume ist voll weird. Ja. Will doch keiner sehen. Sechs bei mir noch. Ah, ihr habt mich zeitgleich gestartet, oder? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Nee.
tot. Mann. Scheiße. Okay, noch drei. Oh nee, jetzt ist bei mir auch rot. Okay, noch fünf. Die Musik wird schneller. Aber die Zeit schneller wird, ist einfach eklig. Ey, fünf. Oh, ich hab richtig Kopfschmerzen. Holy shit. Komm, wie, das schaffst du. Ja, ja. Oh, die Chip-Chips. Na, krieg ich ein paar Chip-Chips vielleicht. Boah. Warum hab ich denn jetzt so Kopfweh? Du sitzt so nah an Gregor. Du spürst das Talent einfach und sagst, warum? Zu viel Guarded gehört. Es tut mir leid, Herr Lowy. Ich glaube, Sie haben zu viel Guarded. Kratz doch mal jemand ab hier. Das kann nicht sein hier. Mir genau das Gleiche. Oh. Hammer Brüder in Welt 1-1, ihr könnt mich alle mal. Ey, wollen wir sagen, wenn die Zeit nachher vorbei ist, dass man die laufende Runde noch fertig spielen darf? Ja. Ist sie nicht, ne? Falls es nicht. Es kommt drauf an, was kommt denn danach? Ey, ich meine, wir müssen leider wirklich Schluss machen. Aber ich wette, die Zuschauer werden es euch verzeihen. Okay, noch zwei. Ich bin im One gegen One. Aber ey, guckt euch meine Zeit an, es ist so ein Abfall. Oh, noch 40 Sekunden und es wird schnell runtergezählt, ne? Ja, irgendwann wird es super schnell. Ist auch nur eklig. Es ist nur noch krank. Deswegen bunker ich ja schon mal schön viel Zeit. Alles schön verballern. Ja, genau! Och, das... Hatte ich gewonnen? Hast du gewonnen? Weiß ich nicht genau. Nee, zweiter. Ey, wessen Idee war das heute, das zu spielen hier? Ist ja echt krass. Ah. Mir hat ein Dima mitgespielt. Okay. Ich hasse das Trampolin. Ich weiß dann nie, wie ich es timen soll. Oh oh. Ich hab nicht so viel Zeit, Alter. Oh, vier. Okay. Schön. Das ist gut. Vier ist gut. Gerade ein One-on-One mit dem anderen Typen. Okay, wenn Ilias das jetzt nicht macht, dann gewinnt Gregor. Wer hat denn die jetzt noch? Ach, 11, das habe ich in der Tasche. Zwei nur noch! Ui! Ich würde sagen, für uns alle verbindlich ist der Timer da vorne auf dem Monitor. Die Runde, die dann noch läuft, wenn der auf 0 geht, spielen wir noch zu Ende. Okay. Jetzt habe ich den Stern jetzt nicht geholt.
merkt ihr, dass man man ist irgendwann so richtig so in Trance und man reflektiert auch nicht mehr genau, was man dann macht, ne? Ja. Guck mal, der Penner wartet jetzt. Yes! Got it! Gosh, kann nicht sein, ey. Got it! Number 4! Ey, warum hab ich Gregor eben gesagt, er kann auch. Warum hast du ihn eingeladen? Ich hab ihn nicht eingeladen. Er hat gesagt, da kann ich nicht auch vorbeikommen. Und dann sagt hier niemand, nee, das geht nicht. Mann! Fabian hat nicht genug abgelehnt. Wenn du deinen Schulschläger lädst auch nicht auf der Party ein. Ja, ich dachte halt, dass so Aufnahmeleitung sagt, nee, das geht nicht, wir haben die Technik nicht. Und dann, nö, ist kein Problem, der kann gerne vorbeikommen. Ja, toll, was sagst du denn dann? Ja. Ich werde, ihr habt nur gedacht wieder an den Tag der freien Schelle. Er hat gesagt, ich bin Street Fighter 2 Spieler, nicht Street Fighter 5 Spieler. Ey, du, wir machen bald mit dir mal Tag der freien Schelle, Gregor. Ah, okay. Nice. Elias, du musst jetzt in 4 Minuten noch 2 Runden gewinnen. Das wird leider nicht mehr passieren, weil ich gerade gestorben bin. Got it, wird. Cool. Das also wird, ihr das noch überholt? Nee. Ach, hattest du nicht einen schon? Ich hab schon einen, jetzt hab ich 2. Ja. Ja, also noch nicht überholt. Ach so, eingeholt. Aber wir können noch, Elias. Ja, wir können noch. Stimmt. Wir können noch. Ich würde es ja Fabian noch gönnen, dass er noch einen Sieg holt. Ja, weil er auch keinen DualShock-Controller hat. Nein, damit wir keinen Verlierer haben. Ja, das ist es ja. Und weil er, ja, alle hier gleich, auf dem gleichen Level. Team nicht DualShock. Spielt das denn jemand vielleicht sogar mit Analogstick wie die ganz coolen Leute? Kannst du, glaube ich. Geht das? Ja, ich habe auch schon welche gesehen, die das machen. Oh, ich hab richtig Kopfweh, ey. Na, Helios, halt durch. Boah. Ah, fuck. Ich kann das nicht mehr mit Sound spielen, aber ich muss. Aber es ist so befriedigend, so, wenn du mit dem Stern durchrennst, alle fliegen weg. Ich glaube, der Mario-Sound will bei mir nichts mehr negativ auslösen. Das ist alles so eingebrannt hier. Wahrscheinlich jahrtausendlang hören hier. Also nächstes Beef Junior ohne Speedrun Strats. Ohne Mario dann. Warum? Ja. Ach, willst du mitmachen beim nächsten Beef? Okay, cool. Nee, warum ohne Mario? Ja, Gregor halt, ne? Könntest du dir das vorstellen, Fabian? Ich glaube, die Leute würden das richtig toll finden. Ich würde es feiern. Was denn? Schon mal angeboten an. Bei Beef Junior, dass Fabian da mal mitmacht. Bei was? Bei Beef Junior. Beef Junior Staffel 3, ja. Das wäre toll. Ich finde das richtig lustig. Aber wird es jemals Beef Junior wieder geben? Das fängt an dir, Julian. Was ist jetzt? Wo? Wieso? Weiß ich nicht. Das ist Wahnsinn. Du musst es dann ausbaden. Nee, ich glaube, diesmal ist Wirt dran. Nee, ich war schon dabei. Ja, aber diesmal verantwortest du das mal. Wieso? Das ist eine wichtige Erfahrung. Oh! Nein, habe ich schon alles gehabt. Ja, was hast du denn mal verantwortet? Hä? Na, Scherz. Was? Okay, Fabian macht Beef. Fabian macht Beef? Fabian macht Beef. Und spielt mit. Können wir es so machen, dass außer Reihe drehen und Fabian tritt 4-mal gegen sich selbst an? Es wird da sehr aufwendig, in der Post das alles zusammen zu machen. Ja, der Trash Talk, den fände ich dann am interessantesten. Den würde ich richtig gern sehen. Glaubt ihr, was wir hier für Emotionen heute im Spiel gehabt hätten, wenn wir wirklich so gesagt hätten, der Verlierer muss die nächste Staffel Beef vorbereiten? Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das wäre heute ein ganz anderer Tag geworden. Wir würden nicht mehr miteinander sprechen. Oh komm. Ich bin einfach nur noch dumm. Wäre es eine Strategie, tatsächlich die ganze Zeit Level 1-2 zu spielen? Naja, du kannst es ja nicht erzwingen. Das wäre theoretisch möglich, aber das Spiel lässt dich dann irgendwann nicht mehr. Ja. Also irgendwann musst du die späteren Level spielen. Okay. Weil du kannst ja, ich glaub, der andere Level 1-2 immer vor auswählen. Naja, aber du kriegst ja nicht immer 1-2 angeboten dann. Weiß ich gerade gar nicht. Ich hab's bisher immer angeboten bekommen. Aber vielleicht war es auch nur Glück. Du meinst bei der Warp-Zone? Ja. Ja, da macht Sinn, ein Level auszusuchen, wo du dich auskennst, weil die können ja auch mit Gegnern vollgestopft sein irgendwann mal. Also, dass du da lauter Hammerbrüder und Bowser hast. Ja, aber du kannst gut farmen. Oh! Oh, ich depp. Was mach ich denn?
Also Gregor kriegen wir nicht mehr, oder? Der hat ja schon seine 4 Guardeds. Den kriegen wir nicht mehr. Ich könnte aber zumindest noch 2 kriegen, wenn ich hier jetzt gewinne. Ja, die Runden, die wir spielen, die machen wir noch auf jeden Fall noch zu Ende, oder? Zu Ende. Und dann lassen wir den Retro-Club in anderthalbfacher Geschwindigkeit einfach durchlaufen. Finde ich sehr gut. Ja. Okay. Ah, fuck. Oh, hat aber gut gepasst für 16 Sekunden. Spielt jemand Star Wars am Wochenende? Ich hab kurz reingeschaut. Wenn nicht, werde wahrscheinlich ein bisschen Genshin ausprobieren. Ah. Aber Star Wars hätte ich eigentlich auch Bock. Was spielst du wie? PS4 oder PC? PC. Genshin habe ich mir auch gestern angeschaut. Das ist. Oh. Ja. Wie findest du es? Nicht gut? Ich fand es bisher okay, weil ich habe es recht spät gestern angefangen, war recht müde dadurch. Weil. Ja. Hey, ihr müsst alle Hades spielen. Hades spiele ich gerade. Habe ich schon in der Early Access gespielt damals. Oh, es ist mit der 1.0 Version, ist das halt echt so geil geworden. Es war sowieso schon Switch? Gut. Ja. Ist gut auf Switch. Es hat ein paar Downtimes mal wieder, wenn viel los ist, aber ich finde das vollkommen vertretbar. Also, wenn ich mir eine Version aussuchen sollte, dann wäre es die Switch. Aber auf dem PC läuft es auf jeden Fall besser. Mhm. 60 Frames auf Switch? Ja. Ja, aber wie gesagt, das hat ganz gute Frame-Drops, wenn halt ein bisschen was los ist auf dem Bildschirm. Und mir kommt es vor, dass der Hauptcharakter nicht so ganz hoch aufgelöst ist. Ja, genau, das kommt noch dazu. Ist ein bisschen schwammig blurry, hier und da. Noch 6 bei mir. Mir noch 7. Ah, atme durch. 6, 7 und Ilias hat 8. Ja, genau. Das hat 6. Ah, oh nein. Ah, 5. Musik. Musik ist schneller geworden. Ich dachte, die roten Zahlen. Die roten Zahlen will ich nicht haben. Nummer 1-1. Ah, 1-2. 1-3. 1-4 will ich nicht. 1-4 ist eklig. Ich bin immer so erleichtert, wenn man nach 1-4 dann 1-1 bekommt. Mhm. Weil ich immer sage, oh Gott, zum Glück kriege ich hier einen Pilz. Oder eine Blume. Oh. Oh nein. Ei. Nein, ei. Tot! Im Großen bist du durchlaufen. Das ist so schlimm. Bei wie viel über, Fabian? Kann ich jetzt nicht mehr sehen. 5, glaube ich. Ja. Elias hat hier noch 4 über. Bei wir sind's? 3. 3. Okay, das heißt, wir wissen schon mal, ich bin Letzter und Gregor gewinnt. Mhm. Wann hat man diesen Satz schon mal gehört? Und jetzt entscheidet sich noch, wer von euch beiden Platz 2 werden könnte. Ja. Ich bin gerade froh, dass ich kein Auto habe zum Zerkratzen. Unterwasserlevel. Wir wissen alle, wo du wohnst. Ja, stimmt. Ich verkratze einfach rund das Retro-Club-Set gleich. Ganz ehrlich, irgendwann sieht es besser aus und es soll ja ein bisschen Retro sein. Ey, die Menümusik ist echt ganz gut, merke ich gerade. Was? Die Menümusik. Alter, es ist nicht. Was? Schwimm durch, Mann. 2 nur noch. Das ist so gemein, ey.
Alter, was kommt hier hinterher? Boah, ja. Zwei, Ilias hat nur noch zwei. Wirt immer noch drei, aber Wirt hat das Sternchen, ist wieder am Levelende angekommen. Ach, und jetzt den 2-4. Oh, Ilias hat ein 1-4. Oh nein, ich habe nur noch 19 Sekunden. Nimm die Blume. Die gibt dir nochmal 15. Nee, gar nichts mehr. Boah. Baller durch, Ilias. Lauf durch und baller durch. Ist keine Zeit für Timing. So keine Gegner mehr. Ilias. 2, 1, 4. Oh Gott. Schmidt, keine schnell, Gegner. Auf einen rauf. Oh nein. Oh. Bei 2. Oh, ist das mies. Oh, nee. Nein. Nein. Ja, sowas bei mir. Hast du den Wert? Nein. Der hat gewartet. Siehst du das? Ja, richtig assi. Der Penner. Der hat gesehen, du machst da Action. Okay, Ilias bleibt bei 2 Punkten. Das heißt, Wirt könnte jetzt noch auf Platz 2 nach vorne rücken, wenn er die Runde gewinnt. Scheiße, alle Augen auf Wirt. Kein Stress. Stress! No pressure. Nirgendwo sitzen Japaner in Unterbuchs und weiß gar nicht, was da passiert. Jetzt hält mal mit den Japanern auf. Ey, Leute, die sind verdammt immer gut. Das ist ja Respekt. Ja. So viel Talent muss man haben. Oder Unterhose. Jeez. Wie rechnest du dir, oder wie siehst du deine Chancen hier? Hast du ein gutes Gefühl? Nein, das ist gemein, lass ihn. Ja. Das ist vom Feeling her ein gutes Gefühl. Guck mal, der geht ganz langsam unten links. Ein Hund! Hast du noch genug Sekunden? Ja. Ja, dann stell mal deine Attacken auf ihn um. Ich glaube, die sind ja die sind nicht automatisch. Ja. Wenn einer über ist. Das ist es. 2-1, ne? Ja. Wo ist die Blume? Da. Kann man eigentlich Fabian nochmal Beans vs. Mario wiederholen, einfach jetzt richtig? Mit welchem Spiel denn? Mit allem, wie wir es gemacht haben. Nur jetzt in cool für 35 Jahre Mario. Das heißt, das letzte Beans vs. Mario war nicht cool? Doch, aber von der Spielweise nicht. Wie lange haben wir über Mario 1 rumgekrebst? Das letzte Beans. Das war 2015, da war ich nicht da. Beans vs. Mario Maker 2 war das letzte Beans vs. War das Mario Maker? Ja, das war richtig geil, das war so ein schöner Tag. Ich weiß, hast du gewonnen, wo Leute die Nacht hier überbleiben mussten, um Mario World durchzuspielen. Aus eigenem Antrieb. Ich hasse das. In noch schöner, sagen wir dann. Boah, guck mal, da unten, der hat auch direkt sich die Liane geholt. Der hortet die Münzen richtig. Wo wird denn der Retro-Club verschoben? Oh Gott. Was ist nochmal Thema? Oh Gott. Thema ist Copycat Games. Copycat Games. Ja. Es geht auch um offiziell released Spiele, die eventuell sogar Gerichte beschäftigt haben. Wir könnten überlegen, ob wir den schon anfangen, jetzt im Pip auszustrahlen von Ilias oder mir, die nicht mehr mitspielen. Ja. In einem der Pips, genau. Boah, sehr gut, Wirt. Super gut, ja. Das machst du echt gut. Boah, super. Ah. Schnell Münzen einsetzen. Der hat... Nee, vielleicht gleich 1-1. Es ist nicht 1-1. Oh nein, es ist 2-4. Das wird jetzt ekel. Oh. Oh. Was für ein unwürdiges Ende. Oh. Aber war lustig. Ja, ne. Hat Spaß gemacht. Ja. It's something. Wir schon so viel Zeit verdödelt haben, liebe Zuschauer. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Nochmal kurz zusammengefasst, Gregor hat gewonnen. Ilias und Wirt teilen sich den 2. Platz. Ich leider letzter geworden. Das ist wie Smash Bros. So viel zu unserem Einblick hier zu Super Mario 35. Und bevor wir das laufende Programm noch weiter aufhalten, jetzt geht's weiter mit dem Retro Club, dann Game 2, dann FIFA 21. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Euch vielen Dank fürs Teilnehmen. Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Tschüss.